Oh. Ganz knapp. Aber du schlägst dich nicht. Nee, jetzt mach ich so, auch wenn man einen Zimmer kaputt macht, den der David gewürfelt hat. Zwei. Ah, dann geht es. So. Dann sollte ich aber David sein, wie du ausgehen. Ja. Ich glaube, das ist nichts unter. Ich glaube, das Reh hat. Auf was hast du jetzt eigentlich gewürfelt? Auf den Bogen. Ja, und was musstest du würfeln? Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit. Und da hast du? Mehr als 7 Wochen. Ja, 12. Ja. Gut. Also, gut. Du triffst also das Reh. Ja. Und es bleibt verwundet liegen. Muss ich nicht auf Schaden würfeln? Okay. Das ist ein fucking Reh. Fucking Reh. Es liegt da tot am Boden. Das ist nur ein Trick. Geh nicht hin. Ich geh hin. Ich gehe. Und versuch das Leiden mit dem Dolch zu beenden. Tu das. Okay, dann tue ich das. Gut. Dann ist das Reh tot. Okay, gut. Ich pfeife meinen Falken zu mir. Er kommt. Gut. Ist ja ein gut trainierter Jagdfalken. Natürlich. Und ich schleife das Reh zurück zur Feuerstelle. Dann darfst du einmal auf Kraftakt, nein, Kraftakt gibt es hier nicht mehr. auf Kraftakt würfeln, sage ich jetzt. und zwar ist das. Unter anderem, genau. Konstitution, Geschicklichkeit, Konstitution und Körperkraft. Halt mich. Die letzten drei. Ich würde auch nur Geschicklichkeit sagen, aber das falsch sagst du. Zuerst sagen wir, wie schnell auf Falsch. Eins, nice. Dann wirft das nicht. Sechs, fünf. Die Aufnahme war so gut. David findet es aber so Trash und dann Feuer. Ich würde dich doch nicht mit dem Würfel würfeln. Du bringst das Reh also zurück zum okay. Lagerplatz. Gut. Ich komme raus aus dem Zelt und sehe, dass der David das hat. Und sage, schnipp's ihn an. und. Geh nochmal zurück ins Zelt und hol meine Kochsachen. Okay. Okay. Ich bleib regungslos. Also, ich schaue ins Saal und sag, endlich hast du mal was gut gemacht. Tja. Ich setze mich hin und denke über eine Antwort nach. Sprachlos. Nein, ich Ich versuche das Lagerfeuer zu einem Grillspieß umzurüsten. Also Stab drüber zu spannen. Ja, zum Beispiel. Ja, da du ja so viel Holz gesammelt hast, liegt da auch noch was daneben, was halt noch zum Einwerfen ist. Ich hätte Kochgeschirr da, ich könnte auch was Richtiges machen. Ja, okay, dann vergesse ich das wieder. Okay. Und also lass mich, Markus. Ich lege meine Hand auf deine Schulter und schuss. Ich frage Markus, ob er. Ja, frag ihn. Ja, ich wollte gerade fragen. Okay. Achso, direkt. Ja, Markus, kannst du... Markus, wer ist denn Markus? Also, wie heißt der nochmal? Nostromo, kannst du das Reh zerlegen sozusagen? Okay, gut. Dann bitte ich dich darum, dass du das tust und uns etwas zu essen zubereitest. Hast du ein Messer? Du kannst sogar irgendwas tun. Ich habe Kochgeschirr. Aber es ist kein Messer. Kochgeschirr ist alles. Topf und was zum Umwerfen. Geschirr. Ja, aber kein Messer. Ich schau dich an und halte meine Hand in und zack, durch. Ich borg ihm eins meiner Messer. Okay. Ich bereite das zu, weil ich auch so gut kochen kann. Kannst du das, ja? Ja, kann ich. Ich hab okay. Aber du musst als erstes darauf würfeln, dass du... Wo ist es? Also muss ich jetzt viel würfeln. Huch. Kann ich. Wo ist es denn? Irgendwo konnte man... muss kochen wirklich. Ja, Kochen ist bei dem Berg. Ah ja. Wie viel brauchst du? 4. 5, bitch. 1. Also dich lass ich mal nicht hin. Typisch eng. Wechsel nur eine Bian da. Also du musst als erstes die Haut abziehen. Also das da muss ich sehr viel würfeln wahrscheinlich, das alles machen. Naja. Die Haut abziehen. Das gab es doch irgendwo, oder? Könnt ihr mal mitgucken? Irgendwie sowas in der Richtung. Also es gibt Gerben, aber das braucht man ja nicht. Ja. Ja, so übertrieben sind wir noch nicht unterwegs. Aber das ist ja Kirschnerei. Ja, oder? Kirschnerei, würde ich auch sagen. Ja. Ja, doch, das passt. Dann würfelst du einmal auf Moment, Klugheit. Ja, bevor du das machst, was hast du da? Ja, was? Bei Kirschnerei? Nix. Du müsst schon fragen, kannst du das gut? Also, kannst du das? Bei Kirschner habe ich nichts mehr.
Und zweite. Ich habe erlebt. Du kannst das nicht. Nein. Also ich kann okay. drauf würfeln, aber ja, ich habe kein Bonus. Ich glaube nämlich, ja, ich kann das nämlich. Also nicht gut, aber ich kann es diesen. Dann also ich kann es immerhin. Dann halte ich dir das hin. Ja. Kann das jemand besser als ich, möglicherweise? Nee, da ich kann das auch nicht. Okay. Gut, ja, dann würde ich vorschlagen, dann mache ich das. Aber will ich das nicht. Okay. Dann darfst du auf. Ich hatte es doch eben. KLFFKO. Genau. Mach. Dann mache ich noch. Mach ich das. Ich nehme das Reh. Und nehme den Würfel. Nicht das Messer, den Würfel. Oh. Das war's. Wir machen noch zweimal. Ja, 6, 6. 2. Du nimmst also dein Messer und fängst an, das Reh zu zerfetzen. So, das Fell ist komplett im Arsch. Scheiße. Aber das Messer ist noch gut, oder? Ja. Gut. Du wirst das Fell interessieren. Gut. Notfalls habe ich noch ein zweites. Dann etwas betrübt überreiche ich das Reh wieder dir, Markus. Nostromo. Und bitte dich, dass du, könntest du es vielleicht jetzt weiterzubereiten, nachdem ich das gemacht habe. Ich schaue mich ein bisschen besser an. Ich beginne, das Reh zuzubereiten. Okay, also kochen. Mhm. Wo ist es jetzt? Da. Lass einmal auf Klugheit, Intuition und Fingerfertigkeit würfeln. Okay. Er weiß nicht mehr, wie man kocht. Ich weiß, wie man kocht. Na, jetzt nicht mehr. Griff das Fleisch halt wenigstens voll. Oh, okay. Das könnte es ausgleichen. Nein. Okay, du nimmst das komplette Reh und wirfst das ins Feuer. Und dann bist du voll davon überzeugt, dass du richtig gut am Kochen bist. So stocherst du da dann rum, drehst das so rum und irgendwann holst du dann das leicht angekohlte Reh wieder aus dem Feuer raus. Also ich schaue das Stroma an und frage ihn, ob er wirklich weiß, was er da macht. Ja, weißt du wirklich, was du machst? Okay. Du bist überzeugt. Also ist das halt jetzt im Arsch? Ich schneide mir so ein Stück vom Reh ab und koste. Ein verkohlten Teil oder einen nicht verkohlten Teil? Ein nicht verkohlten Teil. Okay, du merkst, dass man es essen kann, aber dass es widerlich schmeckt. Ja. Also es ist halt innen, außen ist es halt angekohlt, innen ist es halt noch relativ roh und die Knochen sind noch drin und alles. Ja, die Mitte ist perfekt. Ich schneide mir ein großes Stück aus und es in meinem Zelt. Okay. Ich schneide mir ein kleines Stück aus mit meinem Dolch. Stecke das auf, wenn da noch ein Zweig liegt. Oder ein Stock, ein relativ starker. Ja, du hast eine Menge gesehen. Ja, stecke ich das da drauf und halte es ins Feuer. Das Verkohlte oder das Rohe? Das Rohe, natürlich. Das mache ich auch. Okay, dann dürft ihr beide auch noch mal auf Kochen würfeln. Oh, 4 geht los. Schön. Ja. Auf was hast denn du, was hast du denn bei Krippheit? Das geht sich aus. Du brennst also dein Stück Fleisch, dann ist gut schmeckt. Oh. 10. 7. 20. Dein Stück Fleisch fällt dir ins Feuer und ist verkohlt. Also nachdem ich das gesehen habe, das ist bei weißen Nummer. Elaina, ja, du bist ja die Frau. Mhm. Dass es bei Elaina gut funktioniert hat, ja. Weil ja, anscheinend können Frauen kochen. bitte ich Sie, es auch für mich vorzubereiten. Also du musst nicht sagen, sondern könntest du mir das bitte auch so vorbereiten, so gut wie du es gemacht hast. Ich habe ein Stück Fleisch auf einen Stock gesteckt und über Feuer gehalten, das schaffst du wohl selber. Okay, ich versuche das selber. Okay, dann hast du auch, kannst du kochen? Kochen, nein. Okay. Warte, nein, ich habe kochen noch gar nicht, doch gar nicht. Naja, darfst du würfeln. Ja, warte. 6. Also du hältst das übers Feuer und auf der einen Seite brennt es an und auf der anderen Seite ist es noch roh. Aber du bist davon überzeugt, dass es jetzt sehr so richtig sein muss. Ja, ich glaube, dann esse ich das. Okay. So ich esse meins auch. Aber wahrscheinlich nicht das Ganze, weil ich habe vorher noch was von meinem Proviant gegessen.
Mhm. Also lasse ich was übrig. Okay. Falls David hungrig ist. Mhm. Also ich meine, Trautmann. Gute Frage. Also die Haut vom Reh ist komplett weg. Also die ist zerfetzt, ja. Okay. So, das ist noch was von dem Reh übrig? Ich habe dir noch was übrig gelassen. Der hat sich ein großes Stück rausgeschnitten. Ich weiß nicht, wie groß eins ist, ich ein kleines. Ja, eben. Also da ist, denke ich noch. Ja. Gut, ich probiere das Ganze noch einmal. Okay. Ja. Also wird das gleich gefallen. Mhm. Was hast du auf Klugheit? Klugheit? Was ist denn das? K ist 2. 12. Okay, du hast 18 oder 17, okay. Und 20. Noch schlimmer als letztes Mal. Nochmal. Komm, der 20. Na, 8. Dein zweites Stück Fleisch fällt auf dieselbe, also auf die, neben das andere okay. Stück. Und ich komme zur Erkenntnis, dass ich beim Jagen bleiben soll. Ja, gut. Ich bitte, könntest du mir was von dem Fleisch abgeben, dass du da so also Scheiße angebunden hast? Also ich bin ja fest überzeugt, dass das köstlich ist, was ich da gemacht habe. Okay. Und gebe ihnen ein Stück davon. Okay. Was war das gerade? Da flog ein Haar rum. Okay. Ja, okay. Gut, ich nehme es dankend. An. Ja. Und esse es. Okay, seid also alle im Essen. Du hast doch eben schon was von deinem Proviant gegessen, ne? Ja, dann habe ich mir noch ein kleines Stück genommen. Okay, eine halbe Portion, oder wie? Ja. Musst du dir noch eine halbe Portion abgeben? Ja, ein Achtel. Musst du auch noch machen. Okay. Also wir füllen so eine Hälfte, oder? Eine halbe Portion. Ich habe dir das gekauft. Ich schlafen, wo ich noch? Ich liege immer in einem Zelt auf der Feuerseite. Ja, also ich esse so lange okay. Und dann also ich esse und dann gehe ich schlafen. Okay. Ich gehe. Mach ich auch, ja. Ich schlafe. Ja. Bei der Feuerstelle. Wieso, warte, stopp. sollte einer Wache halten? Wir haben Steine hingetan. Also, ja, aber nicht fürs Feuer jetzt, sondern. Ach so. Aber auch fürs. Ich bin schon im Zelt. Das wollte ich machen. Also, okay, ja gut, dann gehe ich schlafen. Ich gehe raus, stock ein bisschen Feuer, nehme noch ein kleines Stück vom Fleisch. Da war es vom Angebratenen. Also verkohlten. Okay. Und setze mich neben das Feuer. Mit meinem Schatz. Und hältst wach, oder was? Ja. Okay. Und dann seid ihr also jetzt alle am Pennen? Hoffe ich. Außer du. Dieses Display hast du doch nicht vor der ganzen Nacht. Nee, nicht. Aber. Die Nacht, die geht dahin, wie heißt das? Die schreitet dahin. Und so ungefähr, so halt mitten in der Nacht, sage ich jetzt einfach mal, wacht ihr alle durch einen lauten Schrei, den ihr hört, auf. Ist es männlicher Schrei oder weiblicher? Männlich. Das sehen wir wieder. Nein. Ist er laut? Also erkennen wir, wo er weiter weg ist? Relativ in der Nähe. Können wir die Richtung erkennen, aus der er schreit? Ich nutze mein herausragendes Gehör und höre, wo das ist. Okay. Okay, also ihr hört, dass es irgendwo von in der Nähe vom Weg sein muss, wo ihr hergekommen seid. Also hinter uns sozusagen. Richtig. Okay. Wir sind mitten in der Nacht, ja. Richtig. Ich nehme meinen Stab. Mhm. Und schau unauffällig aus dem Zelt raus, aber ich bleibe noch drinnen. Okay. Und du siehst euren Rastplatz. Ja, und sitzt der da noch? Was? Weiß nicht, kommt darauf an, was er jetzt macht. Also, okay. Ja. Ich wache jetzt auf, schon wieder rum. Werde weißt du, bist du aufgewacht? Ich dachte, du warst wach. Ja, ich bin eingeflößt. Also okay. Ich war so halb wach. Super wache! So halb wach halt. Ja. Okay. Und, also ich wache voll auf, stehe halt auf und schaue halt ungefähr in die Richtung. Also ich gehe ein bisschen näher ran. Okay. Mit Schwert dabei. Okay. Sehe ich ihn in die Richtung gehen? Okay. Aber warte, du gehst in die Richtung, oder? Ja, ich gehe in die Richtung, klar. Mit also, Schwert und Schild. Dann nehme ich meine Fackel, die ich das habe. Ja. Ja. Es ist ja mitten in der Nacht, oder? Richtig. Dann wird es dunkel. Und das Feuer noch? Ja. Okay. Okay, dann zündest du halt an. Am Feuer? Und, ja, am Feuer. Okay. Nein, dein Zauberkräft nicht. Ich bin der Zauberer. Nein, am Feuer und vorgeben, weil ich ihn am meisten in der Gruppe leiten kann. Okay. Obwohl er so unfähig ist,
Und kochen. Ja, sammeln. Was mache ich jetzt? Ich schicke meinen Falken aus. Okay. Ja, ne? Aber in sehr hoher Höhe. Mhm. Scheiße, wie soll ich mit dir berichten? Kann der nicht wieder zurückkommen, wenn du ihm sagst, du sollst. Ja, aber. Wer fällt jetzt das mit, mal. Was er. Naja, wenn er irgendwo drüber kreist, würde das wahrscheinlich heißen, dass da irgendwas ist. Gut. Was sieht das mehr da oben? In der Nacht? Ja, nee. Also, wie schaut mit Mondlicht im Endeffekt aus? Es ist relativ dunkel. Okay. Bewölkt? Relativ dunkel. Gibt es eine Möglichkeit, dass mir der Falke das mitteilt? Oder er kann ja schreien oder so, der Falke. Du könntest ihn auch schreien hören, ja. Aber was dir das nun sagt, weiß ich nicht. Kann der verschiedene Arten schreien? Je nachdem, welche Art von Gefahr, ob Gefahr oder ob... Das ist ein ganz normaler Jagdfalke. Ein Jagdfalke, naja. Kein Kriegsfalke. Tja, da. aber schau, zum Beispiel, wenn ich jage, ja. Und dann entdeckt der Falke einen Bären. Und ich will aber keinen Bären jagen, sondern das ist Gefahr. Dann kann er ja anders ausschlagen, als dass er, wenn er jetzt, was weiß ich, ein Wildschwein sieht. Dann könnte er zurückkommen... Und dich in die andere Richtung treiben. Richtig. Ich sollte nicht das Ding gehen. Ja, doch. An die du bist ja im gleichen Ort wie ich. Also ja, so, ja, nein. Wenn er uns dann davon wegjagt, ist ja gut, weil dann ist ja Gefahr. Ja, nein, ich schau mir das an, ganz im Rahmen. Okay, ja, dann mache ich das mal. Ich schicke den Falken aus und hoffe, dass er mich warnt, wenn Gefahr lauert. Okay, der fliegt dann halt so, du siehst ihn aber nicht mehr. Ja. Also, ja, okay. Gut. kann ich sonst sowas machen, oder? Ihr lauft ja jetzt langsam da drauf. Langsam oder schnell? Langsam. Langsam da drauf. Vorsichtig. Und dann, ich nehme noch meinen Dolch in die Hand. Okay. Ihr hört, wie eine größere... Also ihr hört halt Schritte, die sich entfernen von einer wahrscheinlich... etwas größeren Menge, was auch immer. Also wir hören Schritte, Sie hören mehrere Schritte. Also wir hören mehrere Schritte, die weggehen. Ja. Ihr hört also Geraschel und Äste, die knacken. Wir auch? Ja, es ist relativ laut. Okay. Also es sind sehr viele Leute. Wir hören noch ein bisschen leiser werden. Ja, deshalb ahnt ihr, dass sie weggehen. Sehen wir irgendein Licht in der Ferne? Nee. Ja. Kann ich wen von Ihnen noch sehen? Ja, ich würde sagen, die sind jetzt. Ja, genau. Halt, das sehe ich schon. Ja. Okay. Dann versuche ich. Ich lasse mein Zeug im Tech liegen. Mhm. Außer mein Gewand und meinen Stab. Okay. Mein Messer will ich auch noch reinstecken. Okay. Ein Gürtel oder was. Mhm. Und versuche ich. Mich möglichst schnell aus dem Licht zu entfernen, aber dann hinterher zu gehen. Okay. Ich gehe mir auf die Seite vom Weg, beginne zu schleichen und passe sehr gut auf mein Gehör. Das soll ja nicht abhauen. Hältst du es in deine Ohren? Ja, ich bin sehr aufmerksam und schleiche außerhalb vom Lichterfang. Mhm. Und du gehst ihm hinterher, damit er wieder im Licht ist. Ja, ich glaube, nein. Ich gehe mal den Weg entlang, ja. Mhm. Und behalte das im Hinterkopf, ja, dass er da irgendwo herumschleicht. Mhm. Und mir notfalls vielleicht helfen kann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und gehe den Weg entlang den Schlitten nach. Mhm. Möchtest du auch noch irgendwas machen, David? Ja, ich habe den Nachteil Neugier. Mhm. Du möchtest also wissen, was das ist. Ja, ich würde mich gar nicht. Ich würde mich schon echt brennend interessieren, was da los ist. Deswegen zünde ich meine Fackel am Feuer an und gehe denen hinterher. Gut, also ihr seid weiter vorne. Ja. Du folgst ihm, ihnen in etwas weit, also etwas weiter weg und du kommst dann auch nochmal weiter hinterher. Ja, also die Schritte, also die Geräusche, die ihr gehört habt, die entfernen sich sehr schnell. Die werden immer leiser
Und so, dass ihr die wahrscheinlich nicht mehr erreichen könnt. Sind die Schreie, also der Schrei? Ja. Okay, es war nur ein Schrei. Ja, dann war nichts mehr zu hören, außer die Schritte halt. Also, habe ich die Möglichkeit zu hören, was das für Schritte sind? Also ich meine, das ist ein Unterschied zwischen Hufen und Füßen. Das sind Füße. Schon, okay. Ja, ich habe Sparfuß und mit Stiefeln. Sparfuß wäre wohl nicht zu laut. Richtig. Okay. Das, ja. Hast du nicht von mir gehört? Die scheinen auf jeden Fall nicht darauf aufzupassen, möglichst leise abzuhören. Okay. Hört man irgendwelche so Waffen klingen, dass sie irgendwie Schwerter oder Schilde haben? Ja, man hört eiserne Geräusche auch. Okay. Ich gehe bis zu dem Punkt, wo ich ziemlich einschätze, dass ich den Schrei gehört habe. Weiter. Okay, und du bist dann auch in seiner Nähe, richtig? Wahrscheinlich, ja. Und ihr seht einen leblosen Körper neben dem Weg liegen. Das wäre ein Mann, oder? Oh mein Gott, mit wem bin ich unterwegs? Ist er noch wahr? Alles okay. 3 Sekunden Regel. Wenn du den hochreichen kannst, du ja vergessen. Alles klar. Ich gehe weiter am Rand vom Weg entlang und werde noch langsamer und schleichender. Also, ich sehe den Körper, oder? Ja. Er ist in deinem Lichtschein. Also von deiner Fackel. Krass! Ich gehe mal zu ihm hin und untersuche ihm im Fackellicht, ob ich irgendwelche Verletzungen oder sowas sehen kann. Er ist verletzt, ja. Ist er tot? Er bewegt sich noch leicht und ist leicht am Atmen. Hm. Aber bewusstlos scheinbar. Okay. Also, ich gehe näher ran. Okay. Und schau mir an, was für Wunden er hat. Oder ob er Wunden hat. Er hat Wunden, ja. Er wurde scheinbar erstochen. Okay. Also eine Bauch Stichwunde im Bauch. Oder im Bauch, ja. Wir könnten ihn einfach umbringen und dann wird das Abenteuer zu Ende. ich gebe meine Ohrfeige. Ich schaue, ob er noch wach ist. Also, ob er zum Wuster kommt. Sag ich auch! Nein, sondern. Du kannst schäden, genau, also so richtig scheiße. Einmal ins Gesicht, wieder wach. Aha, wieder wach. Er wird wach, ja. Okay. Aber er atmet nur schwer. Okay. Also. Aber er kann reden, oder? Also, ich frage ihn. Mein Stuhl geht schon wieder um. So. Ja, da ist die Gastropumpe. Also, du hast die gerade runter. Ja. Also ich frage den Mann, was ihm passiert sei. Er antwortet nicht, er atmet. Mir den Hand so. Ja, du kommst jetzt da an. Schon? Ja. Liegt das? Ja. Also, weiß ich nicht. Ich bin da auch neugierig und habe gesehen, dass das Licht stehen bleibt. Das heißt, ich habe mich zuerst langsam genähert, um zu schauen, ob ein Kampf passiert oder nichts gehört hat. Trete ich dann auch in den Licht rein und begutachte den Körper. Okay. Ich halte meine Hand so, als würde ich irgendwie noch eine Woche geben. Fall ihn das auf? Nein. Okay, dann lasse ich meine Hand lassen. Sonst hätte ich was gesagt. Habe ich die Ohrfeige gehört? Nein. Okay. Hast du Verbandszeug da? Nein, da. Aber ich schaue mir den Körper trotzdem an, wo ich noch was retten kann. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber der schaut sehr hoffnungslos aus, der hat schon großen Blutverlust und ich glaube, viel außer ihm die letzten Atemzüge muss ich erleichtern, bringen wir da nicht mehr hin. Okay. Und dann stelle ich mich etwas abseits. Wir könnten sein Leiden ein Ende bereiten. Die feine elfische Art haben. Gleich mal. Ist Gold schon dabei? Hat? Hm? Nein. Er ist in der Nähe, er kommt. Also wenn er Gold dabei hat, dann sage ich nicht nein. Aha, nein, dann. Ich stehe auf der Seite und schaue den an, was er tut, aber berühre mal nicht den Körper. Mhm. Ich schaue herum, um die Stelle, ob noch irgendwas anderes herumliegt oder ob man Fußspuren erkennen kann oder ähnliches. Sehe ich was? Der Boden ist zertrampelt. Okay.
Da waren gerade viele Leute dabei. Ja, ich muss ja schon. Okay, ich gehe wieder zu ihm zurück und schaue und überlege. David kommt dann auch. Der Man. Der Man! Der Man ist das einzige. Traut-Man, genau. Traut-Man kommt dann auch dann an. Ja, ich bin ja neugierig, ne? Mhm. Wir sind alle neugierig, glaube ich. Ja, aber ja, vielleicht. Bist du neugierig? Kann ich meine Neugier zügeln? Ich will das bei Nachteilen. Also ich zügle ja meine Neugier. Das ist mit deinem Charakter. Ja. Und greift den auch nicht an. Halt da auch Abstand. Und mache ich den jetzt? Ja, ich bleibe einfach mal da. Und lass die anderen mal machen. Mhm. Möchtest du erstmal etwas tun? Oder? Ja. Ich klug bin nicht. Also ich meine, ich bin schon gesucht. Ein Verbrechen mehr oder weniger. Das heißt, ich kann ihn dann als für Kopfgeld ausliefern. Du weißt es ja nicht. Ach so, okay. Ich begebe eine Grube zu Grabstein. Nein, zum Stein, aber Steine suchen bin ich besser. Willst du jetzt den Steinigen oder was? Nein, ich will einen Steinbau machen. Okay. Ich will einen ehrenvollen Tod für ihn. Hat er eine Tasche bei sich? Ja. Okay. Ich nehme mal die Tasche in die Hand. Gerne, noch lieber. Das ist meine Tasche. Und. Jetzt, dass es schon in der Hand ist, kannst du es auch machen. Ja, dann mache ich halt sie auf und suche nach irgendwelchen Dokumenten. Kannst du es? Nein, die sagen, wer er ist oder was er gemacht hat. Tasche oder so. Und Fahrzeugpapier. Die Tasche ist leer. Schade. Ich wirf die Tasche weg. Ich nehme die Tasche. Entzünder. Ja, ich sammle weiter Steine in der Gegend zusammen und mache. Dazwischen die Tasche schlecht. Ja, genau. Und wir fangen einen Haufen an neben ihm. Ja, man erkennt doch nichts Auffälliges an ihm. Östlich hast du so eine Bomben. Und der hat halt gewandert wahrscheinlich. Richtig. Okay. Bleib ich weiter stehen und schau in die Welt hinein, ob ich etwas sehe. Mein Falke ist noch nicht zurückgekehrt, oder? Der fliegt ja noch irgendwo, ja. Also du siehst ihn noch nicht. Okay. Ja. Hören durch ihn an. Wann stirbt er endlich mal? Storm wir jetzt mal. Graf ist der Graf. Was machen wir jetzt mit ihm? Was ist denn letzter Atemzug? Also ich versuche zu erkennen, wie, ob er sich verschlechtert hat. Hilf mir! Jetzt kann er mal rein. Ja, er ist zu sich gekommen. Er war schon vor. Wieder. Ja, jetzt noch mehr. Bringt das nach Andergast. Zu mir, die Schlange. Stehe ich jetzt neben ihm? Ihr spielt recht neben ihm. Ich nehme das. Zu mir, Iban, der Magier. Kannst du lesen? Ist es in Andergast? Es steht nichts bei mir, aber ich vermute, weiß ich nicht. Nein, das hat er nicht in sein eigenes Skill gehört. Also er hat nicht mal hingeschrieben, welche Sprache ich spreche. Das hat er bei mir auch nicht. Ja, das hat er schnell wie möglich, das ist sehr wichtig. Du musst unbedingt führen dafür. Ist es ein Siegel oder ist es nur so zusammengebunden? So wie es da ist. Okay. Zu wem? Zu wem? Zu mir. Nach Andergast. Ja, das habe ich gehört. Okay. Kann man nicht mal lesen? Nein. Da steht bei. Achso, es gibt ja sonst nichts. Lesen, ja. Schon? Mist.